Die Tage von Thorsten Fink als Trainer des Hamburger SV sind gezählt. Die Hanseaten gaben am Dienstagmittag offiziell die Trennung von dem 45-Jährigen bekannt und reagierten damit auf ihre sportliche Talfahrt. Ich möchte betonen, dass dies eine Entscheidung ist, die allen Beteiligten äußerst schwer gefallen ist. Wir haben 2 Jahre mit Thorsten sehr gut zusammengearbeitet. Uns geht es einzig und allein um den HSV, um die Zukunft dieses Vereins, um die sportliche Zukunft. Das ist die Basis für alles. Und insofern mussten wir vor dem Hintergrund der letzten Ereignisse, der letzten Spiele zu dieser Entscheidung kommen, zu der wir stehen. Nach 5 Ligaspielen rangiert der Bundesliga-Dino mit nur einem Sieg auf Tabellenplatz 15 und stellt mit 15 Gegentreffern die schwächste Abwehr der Liga. Den eigenen Europapokalansprüchen hinkt der HSV deutlich hinterher. Der endgültige Auslöser für die Trennung war die 2:6-Klatsche bei Vizemeister Borussia Dortmund. Nochmals, ich hatte eigentlich nicht mehr das hundertprozentige Vertrauen in ihn, dass er wirklich vielleicht die Power hat, um gemeinsam mit der Mannschaft jetzt diesen Umschwung nochmal zu schaffen. Von daher gesehen war das, glaube ich, unserer Meinung nach die richtige Entscheidung, jetzt diesen Schritt zu tun. Ja. HSV-Kapitän Raphael van der Vaart zeigte sich von Finks Entlassung überrascht und kritisierte den Zeitpunkt so kurz vor dem Nordderby gegen Bremen am Samstag. Interimsweise übernimmt Amateurtrainer Rodolfo Cardoso gemeinsam mit Jugendcoach Otto Addo die Trainingsleitung, bis ein Fink-Nachfolger feststeht. Natürlich werden wir jetzt mit Nachdruck einen Nachfolger von Thorsten relativ zeitnah präsentieren wollen. Wann das sein wird, kann ich heute noch nicht sagen. Als erste Kandidaten für die Nachfolge Finks werden Ex-HSV-Profi Markus Babbel, der frühere Köln-Trainer Holger Stanislawski sowie der kürzlich beim 1. FC Kaiserslautern entlassene Franco Foda gehandelt.